Moin Leute, heute geht's bei uns ums Klima und Umweltverschmutzung bzw. was man da dagegen tun kann. Es wird jetzt zwar überall auf den Schadstoffausstoß geachtet, also bei Fabriken, Autos und so weiter, damit nicht zu viel CO2 in die Luft gelangt. Aber nur weil man da jetzt weniger reinpustet, ist ja immer noch zu viel da. Die Lösung wäre jetzt, das CO2 einfach aus der Luft rauszufiltern. Und eine mögliche Lösung dafür schauen wir uns jetzt an. Naja, dafür erstmal checken, wie löst die Natur das eigentlich? Klar, durch Bäume. Die wandeln CO2 zusammen mit Wasser mit Hilfe von Licht in Sauerstoff und Zucker um. Also wäre eine Idee, ganz viele Bäume zu pflanzen. Dumm nur, dass die halt auch Platz brauchen und der Mensch halt alles fällt, was er in die Finger bekommt, um für sich genug Platz zu haben. Also normale Bäume eher schlecht. Wie bekommt man CO2 sonst noch aus der Luft? Zum Beispiel in Fabriken haben die spezielle Gaswäscher. Also alle Abgase werden hier so weit gefiltert, dass kein CO2 mehr ausgestoßen wird. Die sind zwar energieaufwendig, lohnen sich aber natürlich in Fabriken, bei denen ja echt viel CO2 im Abgas drin sein kann. In der normalen Luft liegt hier aber das Problem: Der CO2-Gehalt beträgt hier nur 0,04% und das mit Gaswäschern zu filtern wäre echt energieaufwendig, weil man ja sehr viel Luft durchpumpen muss, um ein bisschen CO2 zu filtern. Deshalb kommt jetzt eine mögliche Lösung: künstliche Bäume. Also jetzt nicht so eine Plastikpalme oder ein künstlicher Tannenbaum oder so, sondern Geräte, die wie Bäume das CO2 verringern sollen. Das Coole an denen: die nehmen passiv CO2 auf und brauchen kein Licht. Das heißt, die können auch nachts arbeiten und man kann viele von denen übereinander stapeln, weil es ja egal ist, ob das unterste Teil Licht bekommt. Allgemein sollen die bis zu 1000-mal mehr CO2 aus der Luft aufnehmen können als natürliche Bäume, also echt richtig geil. Das Verfahren, das hier eingesetzt wird, nennt sich Air Capture Verfahren. Auf kleinen Plastikstückchen, die man hier auch als Blätter bezeichnen kann, ist ein Mittel aufgebracht, das CO2 bindet. Zum Beispiel Natriumcarbonat und Wasser auf den Blättern. Die reagieren dann mit CO2 und es entsteht Natriumhydrogencarbonat. Dies wird später in einem Filter von CO2 erneut getrennt, sodass man wieder seine Ausgangsstoffe hat. Allgemein soll ein künstlicher Baum so eine Tonne CO2 pro Tag weghauen. Damit bräuchten wir nur 100 Millionen Bäume, um die ganze jährliche Emission gleich wieder abzusaugen. Aber wenn das doch so geil ist, warum machen wir es dann nicht? Problem hierbei sind zum einen die Kosten. So ein Baum kostet $20.000 und dann nochmal $200 pro Tonne CO2 an Strom, also echt nicht gerade billig. Und ein anderes Problem ist: wohin mit dem ganzen gesammelten CO2? Daran wird gerade getüftelt, wie man es am besten in stabile, feste Verbindungen wie Kalkgestein binden kann oder es wieder zu einem Treibstoff macht. Trotzdem eine coole Idee, den Klimawandel zu stoppen. Falls ihr euch noch mehr für Umweltthemen interessiert, schaut euch hier unser Video zum Ozon noch an. Ansonsten checkt mal die anderen Channels vom Simple Club und lasst ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen. Macht's gut und bis bald. Ciao.